Schön, dass du da reingeschaltet hast. Freut mich auf jeden Fall, das ist die dritte Folge. Und mal gucken, ob wir 100 Likes auf dieses Video schaffen. Würde mich tierisch freuen. Wir sind heute auf dem Drag Race Track und werden hier Drag-Fahrzeuge testen oder um genau zu sein, erstmal ein Fahrzeug testen. Ich war noch nicht auf dieser Strecke, das ist auch für mich Premiere. Sieht auf jeden Fall super interessant aus. Die Berge sehen geil aus. Ist halt die Unity Engine, muss man hier lassen. Sieht gut aus, also gefällt mir wirklich richtig gut. Wenn ihr Wünsche, Vorschläge oder Anregungen habt, denkt bitte dran, jederzeit in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, nehmt mal das und das Fahrzeug. Ich nehme einfach hier diesen Dragster, den habe ich auch runtergeladen. Sieht schick aus. Und Spawn. So, wo sitzen wir denn? Wir sind da drinnen. Yo, mein Kopf ist... Ah ja, guck mal, ich sehe mich jetzt, ja. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Ich habe auch mal einen gebaut, der ist noch ein bisschen... Wow. Wow, lenken. Der ist ein bisschen... Oh, shit. Zurückwärts. Der ist ein bisschen... Sieht ein bisschen anders aus, aber wie geil ist das denn? Holy shit, Leute. Jetzt muss ich nur mal geradeaus fahren. Vollgas. Yeah. Oh, shit. Okay. Oh, no. Halt, stopp. Okay, wir fahren ein bisschen über den Zaun und jetzt überschlagen wir uns. Und warum auch nicht? Und es gibt eine Zeitlupentaste. Wie geil ist das denn? Ich muss es nicht im Videoschnitt machen. Holy shit. Ups. Sehr cool, nochmal vielen herzlichen Dank. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer mir den Tipp gegeben hat, dass es die Tab-Taste gibt, um eine Zeitlupe einzustellen. Ah, das Ding fährt ja noch, oder? Kann ich den umkippen? Kann ich den, hallo, kippen? Irgendwie nicht, ne? Irgendwie ist der RIP gegangen. Aber gut, soll jetzt nicht so schlimm sein. Wir exiten mal unser Vehikel. Aber ich kann es hier, nee, ich kann es leider nicht umschmeißen. Das wäre eine ganz coole Funktion, wenn man es flippen könnte. Wobei, warte mal, Recover, Backspace? Ah ja, Recover hier am Spawn, alles klar. Ich bin nicht sehr weit gekommen, deswegen probieren wir das gleich nochmal. Wir spawnen wieder das Fahrzeug. Ah, guck mal, jetzt bin ich am Racetrack. Ah, da wollte ich auch hin. Das Spiel kann man ja auch im Multiplayer spielen. Es haben sich auch einige Leute schon bei mir gemeldet. Ihr könnt gerne auf meinen Discord-Server kommen, wenn ihr das Spiel habt, und euch mal da melden bei mir, dass wir vielleicht einen Termin finden, wo wir zusammen fahren können. Alter ist auch wirklich egal. Hauptsache, ihr habt ein gutes Mikrofon und wir können uns unterhalten. Oh Gott, hier hinzufahren ist schon mal echt ein kleines Drama. Oh, komm da jetzt hin und da. Okay, stopp. Ich glaube, ich muss mein Signal selber machen, weil da niemand ist. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn ich einen zweiten Partner hätte zum Racen. In 3, 2, 1. Ein bisschen lenken nach links, ein bisschen lenken nach links. Okay, er lenkt nach links. Okay, ich weiß nicht, was da hinten passiert. Ich fahre 350 km/h, 400. What the fuck? Muss ich hier überbremsen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sollte ich bremsen? Ich glaube nicht. Bremsen ist für Wuschis hier. Oh. Oh. Ja. Ich weiß zwar auch nicht, was jetzt hier gerade passiert ist, aber hey. Ich glaube, ich liege hier irgendwie... Rest in peace, Buddy. Rest in peace. War auf jeden Fall schön. Wie sieht's mit unserem Fahrzeug aus? Ja, hat's auch zerlegt. Ich würde aber fast sagen... Was? Ist es ein bisschen kurz geworden, oder? Hat es so zusammengestaucht, oder was hier passiert? Ah, nee, ist die Rückseite. Alles klar, ist die Rückseite. Ich dachte schon. Komm, wieder einsteigen, ein bisschen losfahren hier. Mag er nicht. Ja, schade, ey. So ein Mist aber auch. So, es gibt hier doch auch die Möglichkeit aufzuräumen, und zwar Pause Physics, Recover Next Vehicle. Ich hab Next Vehicle. Ah, okay. Ah, ich kann zwischendurch rumschalten. Cool, wusste ich auch nicht. Menü, Komma, Escape, Escape ist das Menü, und dann sagen wir mal hier Remove Unattended Vehicles und Recovered Garage. Habe ich jetzt nochmal die Möglichkeit? Jo, ich bin wieder am Racetrack. Mal gucken, ob wir noch hier, Open File, ob wir noch irgendwo einen Dragster haben. Ich glaube nicht. Ihr seht, ich habe einige Feuerwehrfahrzeuge und auch einige. Ein Unibox zum Beispiel, ein Family Wagon, der ist bestimmt auch ganz witzig. Ich glaube, ich fahre mit so einem Military Loader hier. Ups, den da. Open. Bin mal sehr gespannt, wie der sich auf dem Racetrack schlägt. Und ich glaube zu wissen, dass da hinten diese roten Fässer leicht explosiv sind. Okay, okay. Der sieht aber echt cool aus, ne, der Military Truck. Okay. Ein Stück zurück. Okay. Nein, rückwärts und los geht's. Wir müssen nur aufpassen. Oh ja, das ist hier brachiale Geschwindigkeit, wie ihr seht. Wir sind schon bei fast 40 km/h. Ich drehe am Rad, Leute. Dieser Geschwindigkeitsrausch. Ich weiß nicht, wie es bei euch da draußen ist, aber ich kriege hier halb die Krise. Ich schmier mal mein Butterbrot nebenbei. Schau ein bisschen hier die Vögel an. Ich beobachte die Natur mit meinem Fernglas. Aber wir sind sogar schon bei 130 bald. 127. Oh, und ich ein bisschen weiter rechts. Ja, der gibt natürlich richtig Gas. Das wird kein neuer Geschwindigkeitsrekord. 128 ist Maximalgeschwindigkeit. Guck mal, wir haben... Ne, 129. Wow. Wow, jetzt übertreibt er. Aber guck mal hier, maßlos dieser Truck.
Da geht er mal richtig ab. Unser großes Ziel ist natürlich, das Ding dahin gegen die Wand zu klatschen, ist ja klar. Die Frage ist nur, mit welcher Stärke und Explosionskraft das Ganze passiert. 129, jetzt ist aber Schluss. 130 schafft er nicht. Ich hätte vielleicht mal ein, zwei Lego-Bauteile abbauen sollen. Da hätten wir vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit gehabt. Achtung, Leute, jetzt geht so richtig ab. Und hier rüber und drehen und kippen und... Slow-mo, 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 passiert irgendwas? Are you kidding me? Das war's? Das ist gar nichts passiert? Das ist einfach mal fucking gar nichts passiert? jetzt bin ich sogar schon schräg gefahren. Ja, dann fahren wir ein bisschen Offroad. Bin sowieso sehr gespannt, wie die Map aussieht. Habe ich hier eine Map? Yo, guck mal. Okay, es gibt ja hier... Okay, Garagen sehe ich. Die Map ist eigentlich ganz cool. Die Frage ist jetzt nur wirklich, wann bringe ich diese Dinger zum Explodieren? Ich glaube, ich habe schon eine Möglichkeit gefunden. Passt mal auf. Wir steigen immer aus. Und spawnen uns... gehen wir zur Garage zurück. Recovered Garage. Holen uns ein Fahrzeug. Und zwar... Open, was nehmen wir denn? Nehmen wir ein bisschen was mit mehr Power. Was hat denn... Ah, hier. Guck mal, das ist doch schön. So ein schöner... Wie heißt das die Nummer? BTR. Raus hier, spawn. Kann ich auch schießen eigentlich? Oh, nicht aussteigen. Warte mal, activate. Ach, komm schon hier. Ja, sehr geil. Ich würde es aber gerne im Fahrzeug machen. Wow! Okay, so kann ich mich drehen. Q und E. Nein. Ah, Mann. Okay, wenn ich drin sitze, geht das auch, wenn ich drin sitze? Muss ich da irgendwie drauf gucken? Naja, auf jeden Fall steht da oben unser wunderbares Fahrzeug. Wir gucken mal, ob wir den da treffen irgendwie. So nicht, nein. Gucken, ob ich das Geschütz wechseln muss. Irgendwie komme ich da von hinten irgendwie ran? Okay, ich kann es auf jeden Fall bewegen, wie ihr sehen könnt, aber nicht aus dem Sitz hier raus. Ein bisschen schräg. Jetzt weiß ich mich gerade, warum ich da auf den Berg geparkt habe. Das war jetzt vielleicht nicht so optimal, aber wir kriegen es schon noch hin. Ich finde es auch voll geil, dass man schießen kann. Muss ich wirklich sagen. Finde ich echt nice. Achtung, Leute. Voll daneben geballert. Mann, ey. Runter mit dem Geschütz. Hallo? Stopp, stopp. Wo, hallo? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Help, help. Männchen? Warum steht mein Männchen denn einfach so da? Man weiß es nicht. Da steht es halt rum, ne? Okay, ich würde gern laufen. Aber das mag es gerade nicht. Deswegen steigen wir nochmal ein, steigen nochmal aus. Nee, bewegen ist ja nicht mehr. Irgendwie... Aber fahren ist auch nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Hier habe ich irgendwas kaputt gemacht. Handbrake. X. Spacebar. Okay, ich habe die Handbremse gerade ange... Spacebar. Lass mich doch jetzt fahren. Hallo. Oh, nee, irgendwas ist hier RIP gerade. Okay, okay. Enter Vehicle, Leute. Ihr seht selbst, da geht gar nichts mehr. Wow, wir können schießen. Das fliegt doch wunderbar. Scheiße, ich muss hier wieder raus. Schade. Das Ding habe ich hab's irgendwie RIP gemacht. Wir machen nochmal hier Remove Unattended Vehicles. Ich steige ja auch nochmal aus. Sagen Recovered Garage. Dann würde ich gerne jetzt nochmal hier... Machen wir jetzt mal... Ey, was ist denn los? Irgendwas... Okay, das Game ist RIP. Seht ihr das? Irgendwie... Okay, kann ich mich frei bewegen wieder? Pause Physics. Habe ich das nochmal hier? Pause ist Pause, genau. Next Vehicle, Caps Lock, Toggle Free Cam. Irgendwie hänge ich hier fest, Leute. Ah, jetzt bin ich wieder drin. Sehr gut. So. Wir wollten dieses Fahrzeug Military Loader nehmen. Den stellen wir jetzt einmal mal auf den Racetrack. Wollen wir es mal nicht übertreiben, würde ich sagen. Dann gehen wir mal zurück hier zur Garage. Was ist denn das für schönes Zeug hier? Oh, shit. Oh, shit. What? Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Bin ich erschrocken. Oh, Gott, ey. Jetzt, ich habe verstanden, Leute. Es brennt auf jeden Fall wie Sau. Und diese Slow Motion ist echt nice. Kann ich das hier auch, kann ich auch hier so in Slow Motion Truck? Ah, die sind schon alle kaputt. Okay, so viel dazu. Wir holen uns das Fahrzeug. Ich würde den gerne wegspringen. Also das ist schon mein Ziel hier. Raus. So, aussteigen. Eins spawn ich noch. Daneben brennt die Bude schon ganz gut. Wir müssen sie irgendwie entzünden.
So, einer geht noch. Stellen wir daneben. Gucken, was wir da so an Kettenreaktionen machen können. Ich bin mal sehr gespannt. Wird bestimmt lustig. Bin auch ganz froh, dass die Objekte der Fahrzeuge nicht so hoch sind, dass wir jetzt hier keine Probleme haben bezüglich Frame Drops. Das hatten wir leider in der letzten Folge. Wer es nicht gesehen hat, da habe ich ein Fahrzeug gespawnt mit über 550 Teilen. Und das war ein bisschen viel. So, wir holen uns wieder hier den BTA 70. Und jetzt gucken wir mal, dass wir da durchballern. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Natürlich wird es ein großes Feuerwerk geben, hoffe ich zumindest. So, Achtung Leute. Seid gespannt. Okay, hier vorne den geballert. Ein Stück zurück. Okay, wow. Okay, mein Display macht gerade Spirenzchen, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr noch das Game seht. Kurz warten, bitte. Ich hoffe, es kommt wieder. Wenn nicht, muss ich mir kurz die Aufnahme beenden machen. Kurzen Cut. Das schwarze Bildschirm ist komisch. Bin wieder da, Leute. Bei mir war gerade der Bildschirm aus. Normalerweise passiert das nicht. Aber leider ist es gerade so gewesen. Wir fahren trotzdem weiter. Ein kleines Stück noch nach vorne. So, und Slow-Mo. Und kriegen wir es hin? Nein, immer noch nicht. Ganz knapp. Slow-Mo. Oh, shit. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Wow. Okay. Heavy shit, Mann. Heavy shit, ey. Sehr geil, oder? Mit der Explosion, muss ich sagen. Ja, das macht auf jeden Fall Spaß, die Sachen in die Luft zu sprengen. Hier nochmal der Winkel vom Fahrzeug zur Explosion. Sehr cool. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das belassen wir mal bei dieser Folge. Jetzt fahren wir noch ein bisschen darüber über die einzelnen Teile dieser Fahrzeuge. Da ist ja All-Terrain hier, das Fahrzeug. Dafür haben wir 8 Reifen. Super, oh, shit. Yo, RIP. Hat der Ralf auch noch das Fahrzeug kaputt gemacht? Sehr gut. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, 100 Likes wäre super nice. Wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann lasst sein, auch kein Problem. Ich will niemanden zu irgendwas zwingen. Wir haben heute auf jeden Fall hier ordentlich was in die Luft gejagt. Hier drüben unser BT. Auch leicht im Sack. So muss es sein. Erfolgreiche Folge. Ich bedanke mich. Das war Brickrix hier auf meinem Kanal. Und weiterhin noch eine gute Zeit. Macht's gut, ich bin draußen. Euer Ralf. Peace out.